Hallöchen Weltraumfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Space Base, die F9. Ja, und wir gucken uns unseren Leuten jetzt ein wenig zu, da wir immer noch darauf warten, dass unser neuer botanischer Garten fertiggestellt wird, unsere neue Kneipe. Und unsere Freunde wollen hier nichts machen, die sind alle sehr betrübt. Und vielleicht sollten wir dann noch einen Raum anlegen für... Wie sagt man da so schön? Nein, wieso drücke ich immer WASD? Dann rutscht es nämlich runter und dann habe ich halt ein Problem. Da können die dann ihren Trainingsraum reinbauen. Ich weiß, die ganze Base ist an sich nicht wirklich sehr symmetrisch aufgebaut, aber das ist mir aktuell sehr egal. Da kenne ich definitiv Schlimmeres. Und ich frage mich, wann die nächsten Raider vorbeikommen, um uns zu überfallen. Geben wir ein wenig Gas. Damit es mal ein wenig vorangeht, ne? Wobei mit etwas langsamerem Tempo geht's ja auch. Wie betrübt die alle sind. Nein. Obwohl die alle in der Bar sind, sind alle betrübt. Und der ist immer noch schwer verletzt. Was macht eigentlich unser Doktor? Der doktert irgendwo rum. Aber egal. Zum Schluss bist du ja der Doktor, oder? Was bist denn du vom Beruf? Erzähl's mir mal. Ach, du bist ein Bartender, okay. Vielleicht sollten wir dich mal kurz zum Doktor ausbilden. Und jeden Augenblick schlagen hier die ganzen Asteroiden ein. Das wollten wir natürlich zu unserem neuen Garten machen. Botanischen natürlich. Und dann konstruieren wir Objekte. Garten. Hydroponische Kulturen. Und dann ist die Nahrungsmittelversorgung gesichert. Aber ich glaube, dann reichen uns auf Dauer keine zwei Botanisten. Beziehungsweise Botaniker. Und da geht nichts mehr hin. Oh oh, Asteroideneinschlag, incoming! Das erinnert mich irgendwie an diese Weltuntergangsfilme wie Dings da. Alle Namen vergessen. Wie heißen diese Filme wieder? Armageddon oder sowas, ne? Ja, voll Armageddon-Style und so. Zoomen wir mal ganz weit drauf. Da müssen wir auch bald drüber. Ah, unsere Bar ist noch nicht fertig. Schade eigentlich. Weil die bauen hier natürlich jetzt erstmal diesen Raum auf. Nein, die wollen alle nicht anhalten. Oh naja. Wir müssen alle so viel arbeiten. Zum Schlafen haben wir nur 4 Betten. Los Leute, baut ein wenig schneller. Hopp, hopp. Hopp. Hopp, hopp. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, ne? Pum, pum, pum. Okay, kann sich nur noch um Lichtjahre handeln. Und ja, ich weiß, Lichtjahre ist eine Entfernungsangabe, keine Zeitangabe. Aber bis man ein Lichtjahr überquert hat... Bis dahin sind die noch nicht fertig. Jetzt mit diesen schnell... Ach, nö. Oh, stellen wir mal vorsichtshalber wieder alles auf Security. Dann sind wir schließlich überall bewaffnet.
Na komm, mein Freund. Trau dich. Keine Ahnung, wenn es gebaut worden ist. Interessiert anscheinend auch niemanden. Okay, die kriegen es auf jeden Fall mit zwei Leuten zu tun. Ah, nein, wir haben unseren ersten Toten. Das war schlecht. Und da drüben brennt's. Natürlich. Dann verteilen wir wieder Jobs. Bleibt uns ja eh nichts anderes übrig. Was mit ganzen mit den 4 oder 5 Sternen? Botaniker brauchen wir noch. Ein. Unsere 3 Sicherheitsleute, die sollten wir. Nee, 4. 4 brauchen wir auf keinen Fall. 3 Miner, ein Bilder. So, und mit unseren 3 Security-Leuten werden wir da mal jetzt anklopfen. Wo ist denn hier der Haupteingang? Ich hätte schwören können, man hätte die Basis mal drehen können. Was jetzt wir mal ein Beacon. Schick mal alle 3 rüber. Nur für den Fall der Fälle, dass wir da auf Widerstand stoßen würden. Oh ja, unsere Sicherheitschefs machen sich jetzt mal soweit fertig. Und entern drüben mal. Vielleicht gewinnen wir einen neuen Wohnraum oder so. Da hinten fehlt noch was. Aber hier wollten wir auf jeden Fall einen Fitnessraum bauen. Objekte, Fitness. Ich glaube, das wird ein wenig teuer, ne? Ist gar nicht geschaut, was es kostet. Ach, 100 bloß. Nein, was machst du? Warum drückst du auf Cancel und nicht auf Confirm? Nee, 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 nee. Manchmal ist der Finger ein wenig schneller als alles andere. Moment. So muss das sein. Den werden die natürlich nicht bauen. Moment, dann brauchen wir noch Objekte. All Zones. Fire. Emergency. Von mir aus kriegt sie hier auch einen Monitor. Eine ordinäre Pflanze darf auch nicht fehlen. Food-Replikator für alle Fälle. Ja, nee. Und hier fehlt noch was. Und unsere Sicherheitsleute sind fast so gut wie da. Mal schauen, ob die da auf Widerstand treffen werden. Moment. Mein Non-Friend. Hey Wimps, guess what? We are coming to kick your butts. Nee, danke. Jetzt nicht. Ooh, you folks are just too pitiful. Never mind. Nee. Diese Jungs, nee. Immer ein wenig Gas. Und dann claimen wir mal den Boden hier. Okay. Mitten in eine Schießerei geraten. Wie zur Hölle kann ich die Kamera drehen? Wo rennst du hin? Ah, das ist ein Bot. Ja. Lasst euch ruhig Zeit, meine Freunde. Ich gebe euch alle Zeit der Welt.
Oder hängt das Spiel mal auf die Station gucken? Haut es jetzt hin? Claimen wir mal hier alles. Da muss da bald ein Techniker rüber, ne? Oh, ein Schlafzimmer. Ich meine, Claim. Das heißt, wir besetzen die ganze Station hier. Hier haben wir zusätzlichen Lebensraum für zwei weitere Leute. Oh, hier muss einiges repariert werden. Was ihr hier macht, ist eigentlich eure Sache. Ja, haut dich erstmal schlafen. Die ganzen Security-Leute, die können wir dann wieder aufteilen. Dich wollten wir eigentlich zu einem Techniker ausbilden, ne? Du bist ein Botaniker oder ein Techniker? Machen wir mal einen Botaniker aus dir. Und du wirst mal wieder einen Bartender machen. Und hier brauchen wir auch noch das ganze Spielzeug. Für alle Räume. Können wir hier eine ordinäre Pflanze reinstellen? Wäre noch ein Monitor. Und dies hier wird dann unser zweiter Pub, diesmal ein größerer. Construct. Objekte. Pub. Erstmal die Bar. Nehmen wir hier die ganzen Standing Tables. Und dann sind wir höchstwahrscheinlich out of Geld. Was passiert hier? Wow. Reparier das Ding. Was bist du für einer? Ach, das ist kein Sauerstoff mehr. Kehrt nach Hause zurück. Nein, nicht ersticken. Reparieren. John Tanaka. John Tanaka ist ein Techniker. Reparier hier mal alles. Oh oh, ich glaube, dem geht langsam die Luft aus. Ich glaube, das kannst du nicht mehr reparieren, mein Freund. Oder? Ja doch. Bald habt ihr wieder Sauerstoff. Repariert das alles mal. Oh, 9% Sauerstoff. Bleib mal kurz stehen, mein Freund. Wo bist du? Nein, John Tanaka ist tot. Verdammt. Soweit wollte ich es natürlich nicht kommen lassen. Oh, Mirai Huang ist auch tot. Ist auch ohne Sauerstoff, ne? Das war jetzt schlecht. Gleich ganze zwei Verluste. Konstruieren wir an der Bar weiter. Brauchen wir hier noch einen Ofen?
Ein Kühlschrank. Dafür haben wir wieder kein Geld. Na komm, schmeiß ihn da rein. Oh ja, das war jetzt der Nachteil, weil es hier keinen Sauerstoff gab. Naja, aber hier hast du eigentlich alles, was du brauchst. Du kannst hier eigentlich bleiben. Und noch den Kühlschrank. Dann brauchen wir hier noch das ganze Sicherheitsgelumpe. Objekte, All-Zones, Feuermelder, Alarmmelder, Monitor, für alle Fälle noch ein Replikator. We are not pirates. ja. Geben wir mal denen eine Chance. Exhibition Docking now, now. Und da kommen natürlich die Piraten. Das waren Piraten, ja. Oh wei, oh wei, oh wei. Müssen wir wieder einen Stoßtrupp ausbilden. Aber dafür haben wir jetzt eine zusätzliche ins Schiff hier bekommen. Und solange die da drüben bleiben, ist ja alles in Ordnung. Das ist alles in Butter. Ja, ich weiß, dass ich low on matter bin. Die Minenarbeiter haben wir. Drei. Zwei Techniker. Zwei Bartender, zwei Botaniker. Ich wünschte, ihr würdet ein bisschen schneller arbeiten. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Hier fehlt ja noch die Tür. Ich habe unsere beiden Bararbeiter schlafen. Oder zumindest einer von denen. Genau, repariert hier erstmal alles. So muss das sein. Bald habt ihr eine größere Bar zur Verfügung. Wie ulkig die ganzen Aliens aussehen, ne? Einfach nur cool. Und das hier sind die lustigsten Aliens. Robin Ash, Bartender. Wenn hier mal jemand die Tür reinbauen könnte, dann könnte man hier alles verbauen. Hier wird wieder Nahrung und so in den Kühlschrank hineingestellt. Oh, der Fitnessraum ist so gut wie fertig. Ah, okay. Die sind gut. Die nehmen wir, um unsere Verluste auszugleichen. So, meine Freunde, was könnt ihr eigentlich? Aus dir machen wir einen. Aus dir machen wir den Miner. Und aus dir. Ja, noch ein Bilder oder ein Doktor? Erstmal ein Bilder. Und dann bauen wir als nächstes, sobald wir wieder genug Meta haben, also Materie, bauen wir unser Wissenschaftslabor auf. Aber das kommt nicht mehr in dieser Folge. Denn wir nähern uns langsam wieder unserer Zeit. Schade eigentlich. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss.